Guten Morgen und herzlich willkommen beim Flachlandradler, der wie immer unterwegs ist. Ja, wieder an einem schönen Tag, hoffe ich doch. Es ist früh am Morgen. Ja, ich habe dann heute mal wieder eine lange, lange Tour vor. Ja, ich hatte ja erzählt beim letzten Mal, ich habe schon 200 Kilometer Tour hinter mir, wo ich nicht so richtig reingekommen bin. Aber diesmal ja, möchte ich sowas wiederholen und mal richtig in den Flow wieder reinkommen. Ich versuche es zumindest. Es ist gutes Wetter. Ja, und ich habe auch schon 10 Kilometer hinter mir. Ich bin an der deutsch-dänischen Grenze bei Tonder gestartet. Habe schon 10 Kilometer gesagt, hinter mir. Und will eine 200 Kilometer Tour machen. Mein Ziel, oder eher gesagt, mein Wendepunkt ist Esbjerg. Ich glaube, das ist ganz nett. Ja, ich werde viel an der Landstraße hier so fahren. Große Straßen, keine großen Highlights. Wird ja nicht so viel stehen bleiben. Einfach nur fahren, 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 wie das so ist bei so langen Touren. Ja, 200 Kilometer, das habe ich früher, ja, was heißt früher, vor ein paar Jahren immer wieder gemacht. Das war eigentlich schon fast Standard. Aber da bin ich ein bisschen rausgekommen die letzten Jahre. Ja, Gravelbike, das hat ja so viel Spaß gebracht, bringt immer noch Spaß. Aber dieses Jahr bin ich irgendwie wieder mehr oder möchte ich wieder mehr mit dem Rennrad unterwegs sein. Mal schauen, wie es wird. Ja, werdet ihr auch mal sehen. Ich glaube, davor habe ich auch noch nie so eine lange Tour verfilmt. Ich versuche es, wie gesagt, ich bleibe hier nicht stehen oder irgendwas. Ich fahre. Es sind keine großen Highlights. Natürlich Esbjerg, da habe ich mir wieder einen besonderen Punkt ausgesucht, wo ich wende. Und dann vielleicht noch die kleine Stadt Riebe, die ist auch immer schön, um da durchzufahren. Aber naja, also hin geht's Richtung Norden gegen den Wind. Es ist zwar kein starker Wind, aber wie ich das immer so mache, erst gegen den Wind 100 Kilometer und dann 100 Kilometer wieder zurück Richtung Süden mit leichtem Rückenwind. Es wird kein starker Wind heute sein und kein Regen in Sicht. Vielleicht ein bisschen Sonne, werden wir schauen. Also ich hoffe, es wird schöne Bilder geben. Also mir wünsche ich viel Spaß dabei. Bei Kilometer 43 ist hier mal sowas wie ein Highlight, die Kirche im Örtchen Rohager. Ja, es läuft eigentlich ganz gut, ich muss sagen, es läuft definitiv besser als beim letzten Mal. Das liegt vielleicht schon allein an den Temperaturen. Ja, beim letzten Mal waren Höchsttemperaturen 7 Grad, war morgens richtig frisch. Jetzt sind das schon 8 Grad und nachher sind es auch so ungefähr vorher gesagt 13 Grad. Also ich glaube, das macht schon eine Menge aus. Der Wind, ja, ist total lasch. Macht nicht viel aus, macht richtig Spaß, obwohl, ja, ist noch ein bisschen trübe. Ja, so viel Grün ist eigentlich noch nicht. Blühen, so langsam kommt der Raps, habe ich gesehen. Ja, vielleicht in einer Woche sieht es dann schon richtig anders aus, denn ja, ab morgen soll richtig die Sonne voll rauskommen. Ja, dann ist der Frühling hier voll da. Ja, so eine Kirche ist immer mal so ein Highlight, aber ich glaube, bis Esbjerg wird nicht so viel anderes kommen, als diese Felder hier. Ziemlich trüb, aber es macht Spaß, hier Kilometer abzureißen. Auch an den großen Straßen. Es ist Sonntag, es ist fast gar nichts los. Also richtig super zum Fahren, wie es auch so in Dänemark ist. Tolle Straßen, ja, oder es wird auch mal ein Radweg wieder erneuert. Ja, sagen, was dazwischen kommt, kann ich gar nicht. Es sind eigentlich nur kleine Orte, bis dann irgendwann mal Esbjerg kommt. Ich bin schon in der Community Esbjerg, aber wie gesagt, das ist noch weit, weit entfernt. Naja, weiter geht's und ich werde erstmal jetzt wieder weiter Kilometer schrubben.
Kilometer 70. Es geht gut voran. Aber wie man hier sieht, flach ist es nicht. Ich glaube, das kann man vielleicht erkennen. Immer so ganz kleine Stiche. Das sind vielleicht 300 Meter, 200 Meter, 20 Höhenmeter. Ah, vielleicht 15. Aber das haut man plötzlich rein, wenn man schon doch einiges gefahren ist. Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen irritiert. Denn dieses Örtchen hier, Stenderup, das gibt es auch in Deutschland. Ganz in der Nähe von wo ich wohne. Aber es ist sicher hier in Dänemark. Esbjerg, noch 30 Kilometer. Ja, wunderbar. Ich muss sagen, der Wind, der ist echt so wenig, der Gegenwind. Das merkt man so gut wie gar nicht. Sauber. Echt, das macht richtig Spaß wieder, wie ich immer sage. Ja. Ja, weiter Richtung Esbjerg. Ja, an die Nordsee. Da komme ich dann hin. Aber ist ja noch ein kleines Stück. Wie ihr seht, ich habe es geschafft. Ich bin einmal noch durch Esbjerg durch, um an diese Skulptur wieder zu kommen. Ja, ich glaube, vielleicht einige kennen das. Skulptur, der Mensch am Meer. Ja, ist sehr besonders. Deswegen wollte ich hier wieder hin. Ich habe schon mal eine Tour hier gestartet, letztes Jahr, glaube ich. Ja, es ist einfach sehr markant, sehr gut aus. Und es ist jetzt 107 Kilometer vorbei. Ja, es ist ein bisschen mehr als die Hälfte, aber die Rücktour über Riebe, die ist ein bisschen kürzer. Ja, und jetzt wird es auch endlich mal Zeit für eine Pause, glaube ich. Ja, war gut, ist gut gelaufen, macht Spaß leider. Ja, die Sonne will immer noch nicht so richtig, aber trotzdem geht's sehr geil. Macht richtig Spaß. Ja, gleich geht's zurück nach dieser gepflegten Pause auf den Nordseeküstenradweg. So gut es geht da. Mit dem Rennrad, da ist einiges asphaltiert, werde ich zurückfahren. Aber wieder quer durch den Hafen hier. Ja, und dann geht es wieder raus ins Land, wo vielleicht nicht mehr wieder so viel zu sehen ist. Viel Nordsee sieht man auch nicht. Ja, aber trotzdem, ja, wow, erreicht. Es ist eigentlich so, das Ziel schon erreicht. Ja, zurück wird doch eigentlich easy. Ja, das werde ich auch mehr genießen. Also geht es gleich weiter nach dieser Pause. Das ist aber nicht das erste Essen, was ich auf der Tour hatte. Ich habe immer ein paar Riegel mit, die ich mal so unterwegs reinziehe. Also, sonst würde ich es nicht über 100 Kilometer im ein Stück schaffen. Naja, erstmal eine schöne Banane. Thank you.
Ja, ihr seht's, die Sonne ist raus. Ich glaube, ich werde komplett auf kurz umzwitschen. Die Armlinge hatte ich schon aus, aber es ist doch warm. So gerade an der Grenze, dass es gut geht, glaube ich. Also das erste Mal 2023. In kurz, dann ziehe ich mich mal um. Jetzt wird es doch erst richtig Spaß machen. Ich glaube, das ist ja schon fast Sommerfeeling jetzt hier. Es ist fast kein Wind. Diese Aussicht, der blaue Himmel kommt immer näher. War gar nicht vorhergesagt. Einfach nur geil. Ich mache gar nicht weiterfahren, aber ganz in der Ferne kann man es schon erkennen. Riebe, ja, noch 20 Kilometer. Oh, sehr schön hier. Einfach nur. Erreicht. Ja, das ist ein wirkliches Highlight mit Design, mit dem Dom vom Riebe. Sehr toll anzusehen. So mitten in der Landschaft, die ist gar nichts eigentlich. Naja, eine alte Siedlungsstelle der Wikinger war es hier schon. Deswegen hat sich wahrscheinlich irgendwann mal auch die Kirche hier niedergelassen. Boah, aber die Innenstadt sieht toll aus. Mal was ganz anderes. Das ist nicht das erste Mal, dass ich hier bin. Richtig toll, jedes Mal. Aber was hier wieder richtig stört, hier dürfen überall wieder die Autos fahren. Das ist nur nervig. Was soll der Quatsch? Das zerstört das ganze Bild so ein bisschen. Naja, kann man nicht ändern. Aber naja, 140 Kilometer habe ich. Knapp 60 muss ich noch machen. Aber ich muss sagen, gerade jetzt ist so die Zeit, wo man genau richtig drauf ist. So richtig drin. Die Beine machen richtig gut mit. Nach 140 Kilometern ist irgendwie so. So die nächsten 20, 30 Kilometer wird es so sein und dann kommt auch langsam wieder Müdigkeit auf, weil ich dann auch weiß, es geht bald zu Ende mit der Tour. Naja, 60 Kilometer ist ja noch ein Stück. Mal sehen, was da noch kommt.
Ja, bis jetzt ging es ab und zu doch noch mal gegen den Wind, aber der hält sich heute in Grenzen. Und gerade eben das Stück am Wattenmeer, das war bis jetzt auch sehr, sehr toll. Das hat so ein bisschen meinen Schnitt auch versaut. Da habe ich andauernd angehalten, fotografiert. War echt toll da, genau wie Riebe jetzt hier. Naja, mal sehen, was denn noch als nächstes kommt auf meine letzten 60 Kilometer. Jetzt habe ich aber doch ein kleines Problem. Ja, großes nicht. Der Wind hat gedreht. Ost-Südost ist er jetzt. Und habe ihn jetzt als Gegenwind. Die letzten 15 Kilometer auch schon. Und jetzt, ich habe noch 35 vor mir. Oh, werde ich schon schaffen. Ich bin jetzt hier in Skierberg. Das Höhe Römel, wo der Damm rüber geht, da vorne. Ja, nur ein paar Kilometer entfernt. Da geht er durchs Wattenmeer rüber. Ja, Römel, da waren ja schon einige. War ich ja auch schon mal letztes Jahr auf einer langen Tour, die habe ich nicht verfilmt. Immer wieder ein schönes Ziel. Ja, gerade eben war die ganze Zeit die Sonne weg, jetzt kommt sie wieder raus. Da war es doch gerade eben wieder echt frisch, so gegen den Wind. Aber naja, geht weiter jetzt. Puh, werde ich schon schaffen. Ja, man merkt den Gegenwind echt, da muss man doch ein bisschen mehr Power geben. Aber die habe ich ja wohl noch für die letzten 35. Ja, weiter geht's Richtung deutsche Grenze. Kilometer ins Ziel. Und dieser Seiten- bzw. Gegenwind macht einen noch ganz schön fertig. Aber das schaffe ich locker. Kleiner Energy-Drink und Banane wird mir jetzt noch helfen auf den letzten Kilometern. Und dann geht's zum Ende zu. Die Sonne versteckt sich wieder. Vielleicht kommt sie gleich wieder raus. Aber hier mitten im Wald plötzlich eine Bank. Muss ich doch noch mal nutzen. Also dann Prost.
So, ich hab's geschafft. Die 200 Kilometer sind voll. War anstrengend jetzt zum Schluss. Natürlich, dass es schon wieder Gegenwind war. Kann es nicht ändern. Ist da ein bisschen zu doll gedreht, der Wind, aber so will ich. Ich hab's geschafft. Ja, gefühlt sind 150 Kilometer heute gegen den Wind gewesen. Naja, vielleicht war es nicht so schlimm. Der war zum Glück nicht so stark. Das geht auch ganz anders hier in Dänemark. Naja, dann hätte ich es mir vielleicht auch nicht ausgesucht. 200 Kilometer ist viel, für manche vielleicht auch nicht. Aber ich fand es eigentlich ganz gut. Es ist nicht zu viel gefühlt für mich, weil morgen muss ich wieder arbeiten. Da muss man ja auch wieder ein bisschen fit sein. Also völlig zerstört bin ich nicht. Ich hätte auch Lust auf noch mehr. Aber ich bin auch irgendwie froh, dass ich nicht noch gesagt habe, in Esbjerg, weil es da gerade so schön wurde, noch ein bisschen zu verlängern. Es langt erstmal für heute. Ja, morgen muss man ja auch wieder früh los. Ja, was soll ich sagen? Die Strecke, ja, ist nicht die schönste gewesen. Einfach nur Kilometer machen, ja, das ist ja, das ist nun mal dabei. Ich kann auch nur eins sagen, ich habe nicht mal Musik im Ohr gehabt, also völlig ohne. Ist auch noch mal was anderes, sonst habe ich auch immer Musik im Ohr irgendwie, um durchzukommen. Aber heute war echt gut, das Wetter war ein bisschen besser. Wie vorhergesagt, echt klasse. Kann eigentlich nicht meckern, auch wenn der Wind ein bisschen zu sehr gedreht hat. Ich habe es ja geschafft, bin ich super kaputt, richtig toll gelaufen. Schönster Streckenabschnitt war natürlich ab Esbjerg, denn am Wattenmeer Riebe, das war dann gut und danach wurde es echt langweilig. Schnur gerade, geradeaus. Ja, und einfach nur noch schaffen die Kilometer. Aber das gehört dazu. Ich will, ja, mal sehen, demnächst vielleicht wieder noch eine längere Tour machen, das weiß ich noch nicht. Das war das erste Mal, dass ich euch mal auf so einer langen Tour bei mir mitgenommen habe. Ja, Film hält ein bisschen auf. 6 Uhr ungefähr bin ich gestartet. 17:30 ist das jetzt. Ja, eine halbe Stunde, gute halbe Stunde, ein bisschen mehr war ich in Esbjerg, habe ich eine Pause gemacht. Dann die kleinen Pausen dazwischen. Und Film hält trotzdem noch ein bisschen auf, auch wenn man, ja, nicht unbedingt immer stehen bleibt. Ja, ich hoffe, es hat dann gefallen. Hat schöne Bilder gegeben. Also, es wird noch mehr kommen, auf jeden Fall. Schönes Wetter ist jetzt ab morgen angesagt, auch längere Zeit. Mal sehen, was nächstes Wochenende ist, was ich da machen kann. Ich entscheide das immer sehr kurzfristig, ob ich wieder mit dem Rennrad fahre, Gravelpike, eine Zelttour. Ach, das werde ich dann entscheiden. Ja, also, denn hoffe, hat das gefallen. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin, moin. Also, dann heißt es vielleicht demnächst wieder, ja, der Flachlandradler bald wieder, wie immer, unterwegs. Tschüss.